Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Reborn. Wir sind hier noch irgendwo zwischen dem Überlebensareal und diesem komischen anderen Areal unterwegs. Und wir müssen erstmal Wolpe nochmal wieder ein bisschen heilen. So, ist zwar nicht hundertprozentig fit, aber immerhin, denke ich mal, kampfbereit. Und ich wollte hier jetzt einfach ein bisschen durchgucken, ob wir hier noch irgendwie was übersehen hatten. Es ist mittlerweile auch schon Dämmerung. Oh, da ist ein Haus. The fuck? Diese Hornmilch steht in voller Blüte. Möchtest du die Pflanze gießen? Natürlich. Natürlich, eigentlich. Ja, ach so, man kann dann sogar... Oh, das ist ja nice. Man kann dann sogar weitergehen und weitergießen. Das finde ich mega awesome. Die Pflanze scheint sich zu freuen. Das ist cool. Ist ein cooles Feature, muss ich sagen. Wer bist du? Hallo, hallo, hallo. Dieser Orden ist der aus der Arena in Sonneweg. Dann warst du also in dieser Stadt am Meer. Würdest du dir die Geschichte dieses alten Mannes anhören? Okay, aber dazu muss ich leider die Stimme ein bisschen ändern, weil sonst schmerzt mein Hals gleich wieder für 300 Tage. Nein, ich sollte dich damit nicht belasten. Mein Enkel wuchs in dieser Stadt am Meer auf. Er bemühte sich vergeblich, den Erwartungen seiner Eltern gerecht zu werden. Schließlich gab er auf und widmete seine ganze Energie irgendwelchen Maschinen. Ich frage mich bis heute, ob ich ihn nicht zu mir nehmen und aufziehen hätte sollen. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob das der richtige Weg gewesen wäre. Ich denke, niemand kann da sicher sein. Es tut mir leid, ich hätte dich nicht damit belasten sollen. Ein Typ, der sich Maschinen gewidmet hat? Ist damit... also, ich glaube, Cyrus ist doch auch in Sonneweg aufgewachsen, oder nicht? Aber hatte Cyrus wirklich was mit Maschinen am Hut? Klar, so Team Galactic war ja so ein bisschen... ja, schon irgendwie Weltraum auch so zum Teil, ne? I don't know. Ja, okay, dann waren wir nur hier, glaube ich, nicht. Dann können wir jetzt Richtung Westen gehen. Dann hätten wir jetzt gar nicht heilen müssen, sondern können jetzt... Ah, wobei, es geht hier nach rechts noch weiter, ne? Guck mal, hier ist dieses hohe Gras. Hier kommen wir doch durch, oder nicht? Okay, schauen wir nicht. Schauen wir nicht. Wie man auch über so kleine Meteoriten-Dinger nicht springen kann, ne? Na gut. Hallo, my lady. Wenn sich die Augen treffen, dann beginnt die Liebe, ihre Flügel zu entfalten und die Gefühle. Dann beginnt der Kampf, wollte ich eigentlich sagen. So, Diktri. Ja, Diktri ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Gegner für uns. Könnte schneller sein als wir, aber... nope. Nopel, die Nope-Nope. Wir lassen dir heute gar keine Chance, Diktri. Überhaupt keine Chance. Überhaupt gar keine. So kann es gerne weitergehen. Also Boden-Pokémon immer her damit. Ich bin wirklich offen dafür. Ich bin ja nicht für... oh, no. Ah, das ist wirklich das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe. Vor einem Feuer-Pokémon. Oh, das könnte es gewesen sein, ne? Ja, und plötzlich wieder todernst. Doppelteam? Oder einfach raufgehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, risky move. Kann auch sein, dass wir es halt mit zwei Stärke schon down haben. Das ist gut möglich, aber ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, Konfusstrahl nur. Das geht einigermaßen. Aber wenn wir uns selbst angreifen, wäre das ziemlich doof. Wolpe ist verwirrt. Komm schon, komm durch. Ah, nicht viel Schaden. Bodyguard. Okay, bisher geht es hier echt nicht in die Offensive. Nicht großartig. Ich glaube, ich setze sogar eine Top-Genesung mal ein. Ist vielleicht übertrieben, aber Feuer-Pokémon, ne? Wir dürfen jetzt echt nicht mit Items sparen, weil wenn wir einmal zu viel sparen, dann war's das. So ist zumindest die Verwirrung halt wieder mit weg. Glut. Glut! The fuck? Glut? Ja, komm, wir greifen an. Ich habe etwas mehr von einem Volnuna auf Level 54 erwartet als Glut. Ja gut, dann komm halt mit deinem Konfusstrahl. Ist mir auch egal. Ich meine, es kann immer noch eine andere Feuerattacke können. Das ist sehr gut möglich, aber... who knows? Interessiert uns jetzt auch nicht weiter. Volnuna ist down. Also da habe ich jetzt aber wirklich... ich habe echt Angst gehabt vor diesem Volnuna, aber... Glut? Das ist lächerlich. Naja, gut. So, jetzt haben wir jetzt noch ein Eis-Pokémon hinterher. Nee, Raichu. Raichu ist... sehr, sehr angenehm. Könnte eventuell auch Eishieb können, aber... ja, ist eher unwahrscheinlich, dass es das kann.
Ja, dann Energieball. Sofern wir durch die Verwirrung durchkommen, aber Raichu sollte jetzt nicht das Problem sein. Außer es kann halt wieder irgendeine Attacke, mit der ich nicht rechne. Wie zum Beispiel mit Rutenschlag. Ging aber zum Glück auch wieder daneben. So, wir sind immer noch verwirrt. Greifen wir uns wieder an. Nein. Alles gut. Alles gut. Ja, wenn wir selbst einen Volnona so easy wegbekommen, aber gut, Volnona hätte halt auch deutlich offensiver rangehen können und mit deutlich besseren Attacken, dann wäre das Ganze nicht so eindeutig gewesen. Das heißt, wir sollten jetzt weiterhin ernst immer noch verwirrt. Natürlich, greif dich an, komm, jetzt wo die Verteidigung gesunken ist. Nice, Wolpe, nice. Und jetzt Megakick. Na, Donnerblitz. Die auch einfach nichts trifft von den Gegnern, ne, ist schon heftig. Wir sind nicht mehr verwirrt, das ist ja unglaublich. Leute, habt ihr das gesehen? Wir waren nicht mehr verwirrt. Nach 45 Runden, endlich. Nice. Ja, aber gut, haben wir ja doch recht souverän hinbekommen. Erstaunlicherweise. Du lässt mich nicht gewinnen? Sorry, aber nee. Schon mal was gehört von der allseits bekannten und geliebten Reborn Challenge? Nein? Dann solltest du vielleicht mal meine Videos angucken. Hier reicht eigentlich auch ein super Trank. Ich habe eigentlich nicht vor, meine Tränke noch aufzufrischen. Ich hoffe, die reichen jetzt für die Reborn Challenge. Es wäre auch sicher deutlich besser, sich irgendwelche Kampf-Items noch zu holen, wie zum Beispiel X-Abwehr oder sowas, dass wir in schwierigen Fällen halt auch damit hantieren können. Aber, wisst ihr was, Leute? Ich bin ein extrem fauler Bastard. Wo geht's denn hier überall noch lang? Da Fug! Was ist das jetzt schon wieder? Irgendwas zum Gießen, sieht aber nass aus schon. Ja, ist mir auch egal. Ah, guck mal, ist man hinter dieser Villa dann plötzlich. Okay, gut. Und hier kommt man hin, aber wir haben, glaube ich, kein Pokémon mit Zerschneider, oder? Doch, haben wir. Nice. Ach, Klausi. Oh, unser kleines, totes Klausi kann auch was machen. So. Und Surfer. Dann holen wir uns zumindest dieses Item hier nochmal. Protein. Na, nice. Verstärkt den Angriff. Können wir auf jeden Fall geben. Wie gesagt, wir kloppen einfach alle Vitamine, die wir so besitzen, da rein. Und haben dann so ein richtig aufgeputschtes... Oh, es will kein Protein mehr. Es sagt nein. Nein, Mami, ich habe genug. Was ist das hier unten? Warum ist der einsame Fleck? Scheint nicht zu sein. Okay. Dann sind wir hier in dem Bereich. Was ist das? Ein Trainer? Ist das ein Trainer? Hallo? Hast du nach mir gesucht? Hast du mich etwa vermisst? Hätte ich doch nur eine weitere Weisheit für dich parat. Aber, Fehlanzeige. Also muss ich das hier mit wieder wettmachen. Nugget erhalten. Okay. Gut. Warum eigentlich nicht? Nimm noch eins. Vielleicht gleiche ich so die mir fehlende Weisheit aus. Noch ein Nugget. Gut, habe ich gesagt. Noch eins vielleicht. Das sind meine Nuggets. Versuche sie nicht zu verschwenden. Goldnuggets müssen doch mehr wert sein als ein Quäntchen Weisheit. Gut. Ein Mann, der auf jeden Fall Geld über Wissen packt. Und finde ich ganz angenehm eigentlich. Geld ist schon schön, ne? Da ist ein Item. Wie kommen wir denn da hin? Kommen wir hier doch durch? Ich war mir ziemlich sicher, dass man hier durchkommt. Ach, so ein Zerschneiderbäumchen ist da im Weg. Ich dachte, da wäre dann wieder so ein Felsen. Alles klärchen. Hallo, Düsterumhang. Ah, das ist, glaube ich, das Lieblingsitem von Zwirklob. Und wenn man das dem dann zu tragen gibt und dann tauscht, dann entwickelt es sich zu Zwirrfinst. Denke ich mal. Wir können die Pokémon nochmal ganz schnell heilen. Ich weiß, es hat ein bisschen Zeitverschwendung gerade. Aber was soll's. Was soll's. Was sein muss, muss sein, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viele Parts Reborn tatsächlich noch gehen wird, vorausgesetzt, wir sterben halt nicht. Das setze ich jetzt mal voraus, wenn ich über ein Ende eines Projektes rede, sonst kann es auch schon im nächsten Kampf gegen ein wildes Pokémon vorbei sein. Das ist sehr gut möglich. Man weiß ja nie. Ja, ich denke, das ist in diesem Part noch nicht, aber im nächsten könnten wir vielleicht tatsächlich am Ende angelangen schon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht erwartet uns auch noch irgendeine Quest. Nobody knows. Vielleicht kommt jetzt hier auch gar nichts mehr. Ah, wobei, sieht nach Wassertrainer noch so ein bisschen aus. Mal schauen, was es hier noch in dem Bereich gibt. Ob es hier noch irgendwas gibt. So, ist hier irgendwo... Guck mal, hier ist noch so ein kleiner Server-Heini. Hallo, ich würde gerne gegen dich kämpfen. Na du? Ist immer die schönste Musik, ne? Schau dir nur meinen Körper an. Die raue See hat ihn so geformt. Möchtest du vielleicht mal anfassen? Dude, du weißt... Oh Gott, sieht voll heftig aus hier mit dem Rot, weil wir gerade im Sonnenuntergang sind. Aber Dude, du weißt schon, ne, dass ich so aussehe wie ein Weibchen. In Wahrheit bin ich eigentlich ein Kerl. Aber gut, wir können uns gerne darauf einlassen, wenn du möchtest.
Ich bin offen für sehr vieles, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, ich habe übrigens einen Krabi besiegt. Tut mir leid. War ein Ausrutscher, war ein Nieser. Ein Energieball-Nieser. Energieball. So, Krebskorps. Krebskorps. Mochte ich im Anime sehr gerne. War auch wieder so ein komisches, aufgedrehtes Pokémon. Ich mochte generell die Pokémon, glaube ich, lieber, die auch irgendwie einen Charakter besessen haben. Weil zum Beispiel sowas wie Taboga, Smetbo, was gab es dann auch noch so? Schwalbini. Die hatten irgendwie keinen Charakter, aber sowas wie Krebskorps, Shigi, Bisasam, Glurak, was gab es noch? Kanimani, Gagabo, die hatten halt alle so einen Charakter, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war ganz nice, aber es gab halt auch Pokémon, die so eher einen flacheren Charakter hatten, wenn man das so ausdrücken kann vielleicht. So, ja, so Pokémon, die halt da waren und irgendwie, weiß ich nicht, nicht großartig bedeutend waren. Obwohl, jetzt wo ich so drüber nachdenke, schon jeder, glaube ich, einen Charakter hatte. Wenn die auch eben nicht ganz geil waren. Ich habe zwar einen muskulösen Körperbau, aber das sollte man nicht automatisch mit Stärke gleichsetzen. Das stimmt allerdings. Wolpe sieht jetzt auch nicht mega stark aus, aber reißt das Ding hier tatsächlich noch mit einem Pokémon? Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre es. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Leute wollen ständig mit uns kämpfen. Keine Ahnung warum. Vielleicht wollt ihr auch mit den Leuten kämpfen. Schon mal daran gedacht? Immer erst bei sich selbst anfangen, die Fehler zu suchen und dann bei den anderen. Denn meistens liegen die Fehler bei einem selbst. Okay, nicht immer, aber oftmals, wenn man es auch vielleicht nicht erwartet. So Selbstreflexion und so, ne? Er versteht schon, er versteht schon. Immer gucken, immer sich selbst beurteilen. Möglichst objektiv. Finde ich wichtig. Mache ich ja auch immer. Ich verstehe halt bloß nicht, warum ich so wenig Abonnenten habe. Ich bin halt eigentlich der beste YouTuber schon. Lapras kann Eisattacken. Ist ja auch ein Eis-Pokémon. Jetzt ist das Ding. Wir haben halt drei Attacken und alle drei Attacken sind effektiv, aber nicht sehr effektiv. Energieball ist halt auf Pflanze sehr effektiv, aber auf Eis nicht sehr effektiv, soweit ich weiß. Stärke auf beides neutral und Eisenschweif auf Wasser nicht sehr effektiv und auf Eis, auf Eisen. Und auf Eis, ja, relativ gut. Ich setze mal Energieball ein. Lapras hat eigentlich nicht den mega Spezialangriff. Zwar schon einen passablen, aber nicht mega. Es ist eher so ein Pokémon, was viel aushält. Aber ist es doch sehr effektiv? Es ist doch sehr effektiv. Nice. Okay, also Pflanze auf Eis ist okay. Ist okay, gut. Das war eigentlich so meine kleine Hoffnung gerade. Ja, dann haben wir ja Lapras auch ziemlich easy ausgeschaltet. Lapras sieht aber hier übrigens ziemlich nice aus. Muss ich sagen. Besser als in der dritten Generation. Da fand ich es eher so vom Design her. Ja, so Schwimmerin Jana. Okay, wir haben verloren. Das ist schön, dass du das so einsiehst. Ja, ach, guck mal, hier oben haben wir auch noch ein kleines Trainerchen. Hallo. Na du? Ich bin eine Meerjungfrau, die sich von den Wellen treiben lässt. Und ein Mädchen mit Feuer, das gerne mit Pokémon kämpft. Heißt das, du hast jetzt Feuer-Pokémon? Nee, ne, du bist im Wasser, du hast keine Feuer-Pokémon. Das wäre nicht logisch. Oh, Geweiher. Oh, es ist ein Käfer-Pokémon. Käfer ist sehr effektiv auf uns. Wir müssen uns in Acht nehmen. Dieses Pokémon könnte alles verändern. Es könnte alles vernichten. Es könnte diese Reborn-Challenge zum Scheitern verurteilen. Ich werde schon wieder ganz schön arrogant, ne? Wenn wir schon beim Thema Selbstreflexion sind. Meistens geht das dann immer nach hinten los. Von als ich das Diktri ausgelacht habe, kam dann auch plötzlich ein Dings an. Ein Volnona. Aber gut, das konnte ja auch nur Glut, ne? Ja, wir sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Oh, Lombrero versteckt so ein bisschen sein Gesicht. Ist ein bisschen schüchtern drauf. Na gut. Greifen wir mit Stärke an. Kapaloris hat ja gute Spezialverteidigung, aber Verteidigung ist eher nicht so der Bringer. Von daher greifen wir mal hier auch eher die physische Verteidigung an. Und es lohnt sich. Yay, es lohnt sich. Schwimmerin Clara ist auch ausgeschieden. Verlieren, das treibt mir die Tränen in die Augen. Nicht weinen, Clara. Wir können das nachher bei einem Tässchen Tee klären, wenn du möchtest. Hallo, jetzt bleib doch mal stehen. Meine Güte. Ich liebe diese Musik, ne? Ein Trainer, der auf einem Pokémon reitet. Klasse. Lass uns kämpfen. Das gefällt mir. Und ich dachte schon, die Jugend von heutzutage wäre langweilig. Aber dich mag ich, Schätzchen. Dich mag ich. Lass uns mal zusammen ausgehen. Warum wollen eigentlich alle Kerle was von uns? Ich verstehe es nicht.
Aber scheinbar ist unsere Verkleidung als Frau schon ganz gut, ne? Ich sollte mir auch überlegen, im Real Life so rumzurennen. Dann könnte ich vielleicht Blocky etwas effektiver abschleppen. Oder René. Oder Josh. Oder all die anderen, die es noch so gibt. Die Männerwelt ist schon atemberaubend, ne? Okay, hören wir auf damit. Und setzen den nächsten Energy Ball ein. Wir haben gar nicht mehr so viele AP dafür. Also, es könnte knapp werden, wenn jetzt hier noch ein paar mehr Wasser-Pokémon kommen. Dann reicht das eventuell irgendwann nicht mehr aus. Aber wir haben mittlerweile auch echt so viele Level dazu bekommen, dass wir doch den meisten Pokémon ziemlich überlegen sind. Toll, du bist ein richtig wildes Kind. Ja, ein richtig wildes Kind bin ich. So hätte ich es auch ausgedrückt. Ist jetzt hier oben noch was gewesen? Nee, das heißt, wir müssen jetzt hier auf diese Insel gehen. Da sind auf jeden Fall Items noch irgendwie und auch wilde Pokémon scheinbar. Okay, da gibt es ein Item. Haben wir ein Pokémon mit Zertrümmerer mit? Nee. Das heißt, es bringt uns hier überhaupt nichts, diese Insel. Ach doch, hier hinten kommen wir nicht hin. Gut. Gut, dass wir diese Insel entdeckt haben. Keine Ahnung. Haben wir nicht ein Pokémon, was Zertrümmerer lernen kann? Bestimmt, oder? Lass das mal machen. Wenn wir schon mal hier sind und acht Items kriegen per Zertrümmerer, dann lohnt es sich vielleicht doch nochmal, diese VM beizubringen jemandem. Vielleicht nicht unbedingt Folipoba, sondern vielleicht eher Blockler. Der ist sowieso schon zertrümmert genug. Von daher geht das sicherlich klar. Guck mal, Härtner. Als wenn wir Härtner brauchen würden. Okay, wir können Blockler eh nicht mehr einsetzen. Aber egal. Ich hoffe übrigens, dass es okay ist, dass ich die VMs hier benutze. Aber sonst wäre es echt ein bisschen... Mäh, dann können wir schon nicht mehr surfen. Dann wäre es ja schon das gewesen mit der Challenge. Und, ist nicht so. Ist nicht so mein Ding. Sonderbonbon. Wenn jetzt hier noch ein paar mehr Sonderbonbons liegen, würde ich das ziemlich begrüßen. Weil, ja. Dann könnten wir tatsächlich noch Level 71 erreichen und die Laubklinge kriegen. Aber ich denke, wir werden es tatsächlich nicht schaffen. So ein Hyperball. Na gut, das ist jetzt hier nicht so. Das, the yellow from the egg. Denke ich mal. Na, gucken wir mal hier, was hier noch sich verbirgt. Vielleicht eine coole TM oder so mal wieder. Die vielleicht auch Folipoba noch was bringt. Ich denke nicht, dass es da noch was gibt, aber wer weiß. Ein Indigo-Stück. Naja, ist ja fast genauso gut wie die TM, ne? Kann man zumindest irgendwo gegen Attacken eintauschen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Bei diesen ganzen Scherbensammlern und sowas. Von daher passt das schon. So, wir surfen noch mal ein Stückchen weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh. Doppelkampf wäre jetzt nicht so geil. Von daher nehmen wir erstmal dich auseinander. Täubchen. Und da müssen wir sowieso mal Energieball wieder auffüllen. Botugil, ein Eis-Pokémon. Okay, gut. Hab ich gesagt. Naja, aber es dürfte nicht so stark sein. Und wir treffen auch. Das ist sehr effektiv. Es ist eigentlich Eisflug. Dann wäre Gestein ja vierfach effektiv, ne? I don't know. So, und was kommt jetzt noch? Noch ein Eis-Pokémon? Kann Botugil Surfer? Mantax. Mantax ist zumindest ein Flug-Pokémon. Wenn es jetzt eine spezielle Flugattacke kann, dann könnte es uns schon gefährlich werden. Und wir haben halt nur Stärke, ne? Ja, wir hätten auch Energieball, aber bringt uns dagegen, glaube ich, nicht so viel. Mal gucken, wie viel Stärke abzieht. Hälfte wäre ganz nice. Ich denke schon, dass wir das hinbekommen. Ja, Ease. Natürlich Konfusstrahl. Ich mag Konfusstrahl, denn Verwirrung ist wirklich die beste Statusveränderung, die es gibt. Eigentlich sind alle Statusveränderungen kacke, oder? Gibt es eine, die okay ist? Verbrennen ist scheiße, vergiftet ist scheiße, eingefroren ist mega kacke, schlafen ist mega kacke, verwirrt ist mega kacke, paralysiert ist okay, glaube ich, weil, ja... Vielleicht zu ausgewachsen. Mach dich halt nur langsamer und manchmal kannst du nicht angreifen. Aber mit etwas Glück macht das halt gar nichts. Naja. Sieh dir nun meine Dynamik an. Der Sieg ist mir gewiss. Deswegen würde ich sagen, ist Paralyse, glaube ich, noch die Statusveränderung, die ich am meisten mag, in Anführungsstrichen. Wie sieht's bei euch aus? Favorisiert ihr andere Statusveränderungen mehr? Und was ist die fieseste Statusveränderung? Wahrscheinlich einfach einfrieren, oder? Wir haben hier ein Eis-Pokémon als Gegner. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Valrizer kommt, ne? Weil das wäre dezent OP. Okay, wir sind halt auf einem hohen Level und werden dem halt mit unserem Energieball auch relativ viel Schaden reindrücken. Level 67, das ist doch nice. So, wer kommt? Gastrodon. Okay, das ist Bodenwasser, das ist sehr nice. Oh, Herzblüten. Ich mag Herzblüten. Das ist...
Herzallerliebst. Ach ja. So, das ist doppelt sehr effektiv. Sollte also auch ohne Problemchen reichen. Problemchen. Hey. Hey, hey, hey. Wolper, Wolper. Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Das hat so richtig eklig rumgeschlabbert. So. So irgendwie in die Richtung. Schon ein bisschen strange gewesen gerade. Ich weiß halt nicht. Sind wir jetzt hier schon gleich da? Hier geht's nach oben. Hier waren wir schon, oder? Wir sind, dann glaube ich, tatsächlich durch. Ja. Das war's. Wir haben die Reborn Challenge geschafft. Wenn es auch unendlich knapp war, weil wir nur noch ein Pokémon hatten. Aber dieses eine Pokémon hat's gerissen dann. Ja, wir waren jetzt hier eigentlich überall. Klar, wir hätten jetzt noch hier Tran fangen können. Wir könnten noch Cresselia fangen. Wir könnten noch Selfie, Vesprit, I don't know, fangen. Da würde es noch einige Sachen geben, klar, aber ganz ehrlich, habe ich jetzt keine Lust drauf und ich denke, das ist auch für ein Let's Play nicht so wirklich interessant. Man könnte drüber talken, ob man das vielleicht in einem Stream mal angehen wird. Ich weiß es nicht. Werden wir schauen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, war's das mit Pokémon Reborn. Ende. Aus. Finito. Wir haben es geschafft. Nice. Immerhin eine Challenge geschafft und ich dachte, wir verlieren sie. Ganz ernsthaft. Als wir da ein Pokémon nach dem anderen verloren haben, dachte ich nur, jetzt ist es vorbei. Aber wir haben die Kurve gerade so noch bekommen. Und das ist gut so. Wir haben sogar einen Arena-Leiter noch fertig gemacht. Also, ich bin ganz zufrieden, denke ich. Und ich hoffe, euch hat das Projekt Spaß gemacht. Dieses kleine Mini-Projekt noch hinten dran an die Platin-Nuzlocke-Challenge. Und, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Bewerten des ganzen Projektes und so weiter. Und dann wird es entweder morgen kein Pokémon geben oder es wird morgen schon mit Emerald Zone weitergehen. Bei Emerald Zone hatten wir schon ein paar Folgen gemacht und hatten dann jetzt wieder eine relativ große Pause eingelegt. Da wird es dann aber weitergehen und ja, seid gespannt auf jeden Fall drauf. Werden einige spannende Folgen kommen. Also all die Leute, die sich halt für spannende, umfangreiche, strategische Pokémon-Kämpfe interessieren und für die unterschiedlichsten Städten, die da auf uns warten, also unterschiedlichste Disziplinen, die können da sehr, sehr gerne mal reinschauen. Und ja, dann wird Emerald Zone jetzt erstmal wahrscheinlich täglich kommen, so lange bis es eben ja, zu Ende ist. Und dann werden wir, denke ich, mit einem neuen, richtigen Let's Play von Pokémon starten, und zwar Pokémon Soul Silver. Ob ich das Ganze wieder in der Nuzlocke-Challenge mache, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es schon, ne? Dann könnt ihr auch dazu mal eure Meinung dalassen, ob ihr dann Soul Silver wieder in der Nuzlocke-Challenge sehen wollt. Oder eher ein ganz normales Let's Play. Ich weiß nicht, wie es euch beliebt. Und was auch noch zu sagen bleibt, ist, dass ich einen Pokémon Feuer Rot Stream plane, wo wir so in ein, zwei Streams das Spiel durchspielen werden. Weiß ich aber noch nicht, was daraus wird. Ist nur so eine grobe Idee gerade. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt auch das in die Kommentare. Dann würde ich sagen, ist das Reborn-Projekt jetzt beendet. Vielen Dank dafür. Das war's mit Pokémon Reborn. Das war's mit Pokémon Platin. Und ja, insgesamt hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Pokémon-Projekt wieder. Bis dahin und tschüss.